So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 4. Heute bisschen stehen geblieben. Bisschen stehen geblieben bei der. Los, nehmen auf. Mondfabrik und. Ach, wir haben jetzt wieder den Flammenwerfer. Ich wollte eigentlich. Nein, der kommt nicht weit. Der darf da in die Luft fliegen. So, ist hier drüben. Ja, da kommt noch einer. Der kommt nicht weit. Und da habe ich doch auch noch einen gesehen. Nein. Ja, hier tut er mich. Ihr kommt nicht zu den Feldern. Keinesfalls. Die fackeln ja alles ab. Alles klar, Sprengler. Unterwegs. Los, anmachen. Wie kann da jetzt schon wieder der Alarm losgehen? Wenn ich doch gerade den Alarm. Oh mein Gott, ich bin schon wieder so ein schlechter Schütze und. Oh mein Gott. Ah, das geht, läuft ja gerade gar nicht gut. Komm, Pistole los. Der Verrückte darf hier nicht hinkommen. Sonst geht noch alles in Flammen auf. Ist ja nicht sehr gut. Okay, wir sollten uns auf jeden Fall in Zukunft für solche Missionen mehr. So. So, der fackelt da unten zum Glück nichts ab. Aus dem Norden. Alles klar, ich bin unterwegs. Ich brauche aber erstmal hier ein bisschen Munition. Ich könnte auch mal probieren. Ja, was hüpft denn da gerade runter? Ach, das wird doch so nix. Lass mal decken. Die schießen hier alles kaputt. Und ich habe keine Munition mehr. Oh mein Gott. Ah, jetzt brennt hier noch alles. Schnell ausklopfen und rein. Ja, komm los. Oh, nicht da oben hin. Was macht er denn? Ich glaub's nicht. Ich habe auch gerade gar kein Aim. So, komm, Flammenwerfer los. Das, was ihr könnt, kann ich auch. Ach, scheiß doch drauf, ob ich brenne oder nicht. Hauptsache, die brennen. Los! Hier sollte ich das Mondfeld, das ist. Kann ich das wieder irgendwie. Komm, ich mach den Generator einfach mal an. Dann tut's da wenigstens nicht ganz so stark brennen. Ich könnte mal wieder Munition gebrauchen irgendwie. Oh, hier ist eine Kiste. Aber die Kiste ist jetzt irgendwie. Ich schlage die Gegner zu und beschütze die Mondfelder, das weiß ich. Ach, da unten brennt jetzt auch. Was könnten die eigentlich? Ich mache hier alles alleine.
glaube, hier muss noch irgendwo einer sein. Sonst wäre die Musik schon weg. Aber ich mache einfach mal überall die Sprenkler an, damit erst gar nichts passiert. Hier kann man noch irgendwas aufnehmen und ich habe gerade Stimmen gehört. Ich glaube, die kommen von hier vorne irgendwo. Ja, komm, alles dicke MG. So, ihr kommt hier nirgendwo. Ja, probiert doch hier reinzukommen, los. Aber jetzt gehen sie doch hier vorne rum, oder was? Schnell heilen. Der wird auch brennen, los. Ich krieg dich. So, jetzt. Ja. Nachladen schneller. Ich brauche das Teil wieder. Ach der, das war der hier. Den kann man irgendwie nur so zu Fall kriegen. Wo brennt's? Da unten, ne? Ach, Rückgewinnung. Mission beendet, endlich. Ich glaub's nicht. Verdammt, Ekel. Puh. Du hast gerade Amita erlaubt, auf unsere Erde zu spucken. Was, echt? Kylat besteht nicht nur aus dem Volk. Es besteht aus Erde und Felsen. Wenn du unser Land vergiftest, vergiftest du alles, wofür dein Vater gekämpft hat. Und er ist schon wieder böse. Ich hab's mir doch schon fast gedacht. Aber die Amita für den goldenen Pfad an. Und wir haben die Mission geschafft. Das ist wenigstens gut. Was ist denn unser nächstes Ziel? Wir können, glaube ich, hier unten wieder eine Longinus-Mission machen oder hier von dem Mission. Wir tun jetzt erstmal, wo sind wir denn gerade überhaupt? Ah, hier. Erstmal irgendeinen Ort besuchen, um uns die Waffen aufzufrischen. Hier vorne, so. Munition, nein, ich will nämlich erstmal verkaufen. Ja. Und den Flammenwerfer will ich nicht mehr mitnehmen, der ist irgendwie kacke. Da tun wir lieber. Ja, das MG ist irgendwie auch blöd, so eine. Die STGO wäre vielleicht nicht schlecht. Anstatt dem Flammenwerfer, genau. Und die dann. Die hat zwar keinen Schalldämpfer, aber wir können Rotpunktvisier drauf machen, das ist schon mal gut. Erweitertes Magazin ist auch gut. Und wir können sie tarnen. So, Granit. Was sieht denn gut aus? Ich glaube, Granit sieht am besten aus. Er ist das teuerste. Ja, los, komm. Sehr schön. Und beim Einzigartigen, da können wir wieder nichts kaufen, schade eigentlich. Verkaufen können wir jetzt auch nichts. Können wir etwas herstellen? Oh ja, können wir. Sehr gut. Wurfgeschosse. Trage bis zu 5 Granaten, 5 Molotows mit dir rum. Ja, das ist vielleicht nicht schlecht. Und wir können es nochmal herstellen. Sehr gut. Und hierfür brauchen wir jetzt 5 Königstigerfälle. Das haben wir natürlich nicht. Bärenfälle hier drüben noch 1. So, Fähigkeiten haben wir schon wieder 4 Punkte. Da könnten wir mal was das hier. Teilweise geleerte Gesundheitsfelder regenerieren sich viel schneller. Kostet 1. Das können wir nicht. Dann tun wir das hier mal am besten. Hier, die Geschwindigkeit, wie du Dinge reparierst. Okay, ich habe Sachen noch nie repariert, also. Du bist erfahren genug, doppelt so viel Blätter. Und durch Feuer und Explosion, das könnten wir mal gebrauchen. Das hätten wir eben schon mal gebraucht. Jetzt auch das hier. Jetzt haben wir noch einen. Stell eine Spritze her, mit der du schneller laufen, schwimmen und länger die Luft anhalten kannst. Hält 30 Sekunden an. Erfordert blaues und gelbes Blatt zur Herstellung.
Aha, und hier drüben können wir dann noch irgendwas. Ich glaube, da haben wir sonst für alles nicht genug. Das heißt, wir können doppelt so viele Blätter und schneller laufen. Machen wir mal dieses doppelt so viele Blätter. Jetzt, und auf der Karte haben wir eigentlich soweit, also können wir hier noch auf jeden Fall die Orte hier hinten könnten wir noch besuchen. Und alles mögliche andere, da kommt auf jeden Fall noch ordentlich was da zusammen. Da würde ich mal sagen, machen wir uns hierhin, Schnellreise. Und dann auf den Weg zu dem Hört. Und tun dem hier Unterstützung geben. In was auch immer der unsere Hilfe braucht. Ja, das ist gleich wie... Aha. Kommt ja einfach so. Und jetzt ist auch der Helikopter da, auf den ich gewartet habe. Jetzt können wir gleich mal dem seine Mission so anhaken und hoch geht's. In die Richtung sind zwar nur 300 Meter, aber im Helikopter sind wir einfach schneller. Und wir können die Waffe nebenbei auspacken. Ach, wir haben gar keine Munition gekauft. Das ist irgendwie keine gute Idee, Rückzug. Wir brauchen Munition. Jetzt dürfen wir also nochmal landen. Aber das dürfte relativ einfach gehen, hier runter. So, noch ein kleines bisschen. Er stand, glaube ich, irgendwo hier. So, schnell aussteigen. Zum Shop. Los, ich will hier hoch. Rein. Munition. Da. Auffüllen. Ja, es kostet mich zwar 76.000, aber... Und wir können... verkaufen. Schnellverkauf. Ein Gegenstand. Herstellung der Güte. Egal. Tun wir einfach verkaufen, gut. So, und jetzt wieder raus. Das Ganze nochmal zum Hubschrauber. Und nach da hinten fliegen. So, 300 Meter und dann sind wir da. Ah komm, wir fliegen ein bisschen übers Wasser, das ist irgendwie besser. Macht mehr Spaß. Ein bisschen runtergehen. Entschuldigung. Hier übers Wasser segeln. Wir machen nämlich auch so coole Effekte auf dem Wasser. Und da ist ein Adler, will uns echt angreifen. Jetzt nehmen wir nicht. Zum Glück nicht. Und ein Bär. Haben wir nicht ja noch einen Bärenfell gebraucht? Aber das... Das brauchen wir nicht. So. Und ich glaub's nicht, dass wir noch tatsächlich... Wir müssen mal wieder was Großes zusammen machen und boom, da bist du! Du hast angerufen und was Großes zusammen machen? Die Affen und Bananen. Ja. Woran denkst du, wenn ich Affe sage, Mann? Bananen. Statuen, Mann. Pagans Affenstatuen. Ich war, weißt du, früher nicht immer nett zu meinen engsten Verwandten, den Affen. Ich würde das von damals gerne wieder gut machen, das mit den C4-Westen. Was? Wie ein 12-Schritte-Programm mit Waffen. Ich würde selbst machen, weißt du, ich habe Coco 6 und Bongo 2 mitgebracht. Aber die haben kein Körperfett, Mann. Die erfrieren schneller, als man Affe am Stiel sagen kann. Das ist das Problem, weil auf der Straße heißt es, es gäbe eine Affenstatue in einer Eishöhle ganz oben in den Bergen. Und ich weiß wo. Warte, welche Straße? Die Straße, Alter! Hör zu, die Royal Army sucht auch nach der Statue. Also hopp, hopp! Alles klar, nichts Böses sagen. Das wollen wir jetzt hier legen. Erreichen Sie... Erreiche den Sherpa. Wo ist denn das? Da vorne ist wahrscheinlich wieder so ein Reiseführer, der uns nach oben in die Wildnis führt. Und zu dem machen wir uns in der nächsten Folge auf. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir dann diese Affenstatue suchen. Bis dann. Ciao.